Marco, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Über 10.000 Zuschauer sind da. Ja, liebe Freunde, Matchpoint Tennis Championships. Ich bin im Viertelfinale. Deutsch-deutsches Duell Mike Minger gegen Knut Leistikow in den Monte Carlo Open. Und ich habe ja in der vorherigen Runde einen wesentlich stärkeren Gegner auf dem Blatt Papier vom Court gefegt. Könnt ihr mal schauen. War richtig geiles Tennis. Und jetzt sind wir im Deutsch-Deutsch-Duell. Im deutsch-deutschen Duell natürlich. Ah, der ist zu lang. Was? Ja, mit Köpfchen. Ich nehme ihn natürlich, ist ja klar. Da seht ihr es dann auch wieder. Da macht er wieder diesen Fehler, dass er hier vom letzten Match die Sätze einblendet. Ihr seht es. 6-0 und 6-0 bezieht sich auf das Match davor. Das ist nach wie vor ein Spielbug wahrscheinlich. Das also nicht beachten. Ja, nur diesen gelb eingeblendeten Satz. Sehr schön. Mike Minger hier mit. Ah, okay. Schlecht gemacht, schlecht gemacht. Leistikow passt auf. Ah, den muss ich natürlich versuchen. Die muss ich anders platzieren. Das ist die Chance zum Break. Jawohl. Sehr gut. Gut reagiert. Ja! Glück gehabt. Da habe ich Glück gehabt. Und da habe ich Pech gehabt. Deuce. Ah. Das deutsch-deutsche Duell. Gut reagiert. Ja, und da hat er mich in die Bedrängnis gebracht. 1-1. Boah, stark gespielt von Leistikow. Stark gespielt von ihm, aber nicht gut von mir. Doppelfehler, 15 beide. Oh, Leistikow. Mit Schwächen im Aufschlag. Jawohl. Mike Minger, Rebreak. Jetzt wird's kritisch. Jawohl. Zwei Breakbälle in Folge. Da, die muss ich nutzen, ganz klar. Die muss ich nutzen. Nee, schade. Die Idee an sich war gut. Ja! Perfekt. Das gibt's doch nicht. Gerade jetzt dieses Break. Perfekt. 2-1 Führung. Oh. Nee. Da hat er mich unter Druck gebracht. Ah, wo ist die?
Den kriegt er nicht mehr. Und nochmal den Lob. Ah, da hätte ich noch ausgespielt. Oh, schöner Ballwechsel. Ah, zu überhastet. 15:30. Schön platziert. Kriegt er nicht mehr. Sehr schön. Der war wichtig, der Punkt. Mike Minga mit der Bäckerfaust. Sehr schön aufgeschlagen. Ah, jetzt könnte man nochmal ein Ass machen. Jawohl! 3-1, Mike Minga! Oh, stark gespielt. Stark gespielt von Leistikow. 15-0. Aber auch der war stark gespielt. Mike Minga. Kriegt er nicht mehr. Kriegt er nicht mehr. Ah, da sehen die Animationen ein bisschen unglücklich aus, muss man sagen. Beide. Der ist gut platziert. Ja. Ja. Ach, schade. Schade, schade. Zu riskant gespielt. Den kriegt er nicht mehr. Schön gespielt. Mike Minga hier also mit der Chance weiterhin. Schön, schön geslidet. Und komm, komm, komm. Ja! Stark! Stelle ich die Weichen hier in Satz 1. Ja, sehr schön Longline gespielt. Stark. Mike Minga. Auch im Spiel bislang. Dominant. Auch wenn ich hier den Ball versemmel. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, man hat schon irgendwie gemerkt, dass er da Zug reingekriegt hat in diesen. Ja, sehr schön. Wichtig, das 30 beide für Mike Minga. Ah, schade. Da ist die Breakchance. Stark. Stark gemacht von Mike Minga. Zwei Asse hintereinander. Jetzt steht der Gegner natürlich mittiger. Boah, stark. Der war stark von Leistikow. Umkämpftes Aufschlagspiel. Das nenne ich mal Nervenstärke hier. Wahnsinn! Auch eine schöne Sache an dem Gameplay. Ja.
Das war seine oh, Glück gehabt. 5-1. 5-1 im ersten Satz. Ah, gegen die Laufrichtung. Gut gespielt von Leistikow. Oh, stand ich jetzt viel zu weit. Ja. 30-0, Leistikow auf dem Weg zum 5-2. Schade. Schön Longline gezogen, aber ein bisschen verzogen. 40-0. Daher auch hier. Am Ende reicht es nicht ganz. Er verliert dieses Spiel. 5-2. Ah, bin ein bisschen hektisch jetzt. Präzision fehlt. Und er setzt mich hier unter Druck. Oh, der war stark gespielt. Der war stark gespielt. Oh, der war gut. Jawohl. Von 0:30 auf 30:30. Extrem wichtig. Boah. Jawohl, jetzt ist es soweit. Satzball. Satzball, Mike Minga. Der war stark eben. Nanu. Oh, Glück gehabt. Gegen die Laufrichtung. Na, wer macht den Fehler? Wer macht den ersten Fehler? Ich. Der kämpft sich zurück in den ersten Satz. Aber ich bin noch da. Gut gespielt von Leistikow. Nee, das Spiel ist jetzt leider futsch. 5-3. Ja. Der war wichtig. Können wir den Ball nochmal sehen? Ach, weil von hier sah aus. Ja! Stark. Wichtig. Jetzt jawohl. Wichtig. Drei Satzbälle, komm. Drei Satzbälle. Okay. Kompliment für dieses Match von Anfang bis Ende. Eine richtig gute Leistung. Und hier seht ihr übrigens, falls euch das komfortablen Sieg wieder irritiert, ich glaube, das sind von diesen drei Sätzen zusammen die Statistiken.
was ich bis jetzt gespielt habe. Qualifizierungsrunde, Achtelfinale, dann Viertelfinale. Ich hatte es schon in einer der beiden letzten Folgen gesagt. Warum weist man das so aus? Man könnte eine Gesamtstatistik machen fürs Turnier, aber doch bitte auch für das Match selber. Das ist ein bisschen komisch. Ich hoffe, dass sie das mit dem Patch beheben. Aber nichtsdestotrotz, das Gameplay selber an sich macht richtig Spaß. Ich bin also im Halbfinale. Das gucken wir uns jetzt noch mal ganz kurz an, auf welchen Gegner ich hier treffe. Also das deutsch-deutsche Duell konnte ich für mich hier entscheiden. Mike Minga gegen den Norweger Rüd, der an Nummer 25 der Weltrangliste gesetzt ist und von den ganz großen Namen. Oh, Kyrgios! Rüd hat Kyrgios geschlagen. Schaut euch das mal an im linken Turnierbaum. Also, da ist auf jeden Fall eine Warnung ausgesprochen schon vom Gegner. Das ist also demnach nicht zu unterschätzen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid. Danke fürs Reinschalten. Eine gute Zeit euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.